Ich heiße Messias Maiwaschka und lebe seit 1966 in Deutschland. Komponieren ist mein Hauptanliegen, eine leider finanziell nicht so sehr ergiebige Tätigkeit. Mein Geld verdiene ich deshalb, je nachdem, als Interpret. Ich spiele mäßig Klavier, Orgel, Synthesizer oder als Gelegenheitstontechniker. Meine Art, arbeitslos zu sein, wir in Deutschland mit einem sehr pompösen Ausdruck beschrieben. Ich bin ein sogenannter freischaffender Künstler. Ich lebe seit 1971 in Eldorf, ein kleiner Ort im Bergischen Land, etwa 35 Kilometer von Köln entfernt, zusammen mit mehreren Freunden, alle Musiker. Peter Ötvös kommt aus Ungarn. Er ist Pianist, Komponist, Dirigent und Tontechniker. Zurzeit ist er musikalisch-technischer Assistent des Studios für elektronische Musik des WDR. Gabriele Schumacher ist die einzige Deutsche unter uns. Sie ist Cellistin und besetzt zurzeit eine Solostelle im Städtischen Orchester Remscheid, etwa 30 Kilometer von Oeldorf entfernt. Joachim Christ, Österreicher, ist Komponist und Bratschist und seit 1971 Assistent des Komponisten Karl-Heinz Stockhausen. Seit dem Sommer 1974 lebt statt Joachim Christ der nordamerikanische Musiker David Johnson mit uns. David ist Komponist, Flötist und hat sich in dem Bereich der elektronischen Musik spezialisiert. Es ist ja klar, wenn Musiker zusammenkommen, dann musizieren sie zusammen. Und so ist auf eine sehr informelle Art und unter Mitarbeit von anderen Musikern unseres Freundeskreises ein sehr flexibles Ensemble entstanden, das, obwohl es sehr unterschiedliche Arten von Musik praktiziert, sich speziell der neuen Musik gewidmet hat. Diese Situation ist natürlich für uns als Komponisten sehr reizvoll. Das, was meist so schwierig ist, wenn sich überhaupt die Gelegenheit ergibt, die eigene Musik aufzuführen, nämlich genügend lange mit dem Aufführenden zusammenarbeiten zu können, ist für uns eine Selbstverständlichkeit. Also, wir komponieren und führen selber auf. Ja, wir würden sogar den ganzen kreativen Zyklus von Entstehung bis zur öffentlichen Darbietung einer Komposition abschließen können, wenn wir selber unsere Konzerte veranstalten würden. Na, das versuchen wir auch. Zu unserem Haus gehört eine sehr gut erhaltene Scheune, die wir als Veranstaltungsraum ausgestattet haben. Die Scheune ist groß, bietet etwa 300 Personen Platz und hat eine exzellente Akustik. Leider ist sie zu groß und ungeschützt, um geheizt werden zu können, sodass wir für unsere Veranstaltungen auf den Sommer angewiesen sind. Seit 1972 haben wir 3 Konzerte pro Sommer organisiert, die inzwischen im Kölner Raum als Oeldorfer Sommernachtsmusik bekannt geworden sind. Finanziell lohnen sie sich nicht. Wir haben immer Defizit. Das macht aber nichts. Die Atmosphäre von Freundlichkeit und Empfänglichkeit für die dargebotene Musik ist für uns eine sehr schöne Erfahrung gewesen. Eigentlich Grund genug, um weiterzumachen. Auf diesem Boden ist die Komposition Oeldorf 8 entstanden. Sie ist von mir für uns komponiert worden, für die Instrumente, die technischen und musikalischen Mittel, die wir uns selber zur Verfügung gestellt haben. Sie ist nicht nur Musik, sie ist auch Dokument von unserem Zusammenleben und Zusammenarbeiten. Sie ist individuelle und kollektive Selbstbiografie. Das kommt insbesondere im letzten Teil des Stückes zum Ausdruck, wo erinnerungsträchtige akustische Ereignisse, Sprachfetzen, charakteristische Geräusche unserer Umgebung in das musikalische Gewebe integriert sind.
Oeldorf 8 wurde zwischen 72 und 74 komponiert und realisiert. Die Komposition ist für Violine, Klarinette, Cello, Orgel und Tonband geschrieben. Das Tonband wurde im elektronischen Studio des WDR, der Auftraggeber des Stückes ist, von mir realisiert. Formell besteht Oeldorf 8 aus mehreren Kompositionen, die nacheinander, aber auch gleichzeitig gespielt werden. Zum Beispiel hören wir im Moment zwei solche Kompositionen, beide aus impulshaften Klängen zusammengestellt. Die eine wird Dietrologia genannt und von den vier Instrumentalisten gespielt. Sie benutzt Klänge von gegeneinander geschlagenen Steinen, deren Tonhöhe kontrollierbar ist, indem man die Steine vor der Mundhöhle gegeneinander schlägt. Verändert man die Öffnung der Mundhöhle, so verändert man auch die resultierende Tonhöhe.